Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seebestattung Teil 2. Finde Su Chong, damit geht's glaube ich jetzt noch weiter. Ich hatte in der letzten Folge dummerweise was etwas anders konfiguriert im Treiber. Nämlich hatte ich V-Sync aus und deshalb dürfte es wahrscheinlich so ein bisschen Zerreißen geben in der Mitte des Bilds. Ihr kennt's ja. Aber ja. Nee, begib dich zum Restaurant Silver Spin. Okay. Aber das gehört eigentlich zu der Aufgabe, findest du Chong noch dazu, oder? Könnte man nicht irgendwie mal das Inventar oder sowas öffnen hier? Wie oft habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten? Ich bin von meiner Mittagspause Audio gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Oh. Geklaut. Aber das Allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen. Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen, aber irgendwie das macht sie, wenn man sich hab ich es nicht übers Herz gebracht. Okay. Klar, es ist altmodisch. Sogar noch mit Korsett. Der heutigen... Ein blauer Stift öffnet das Schloss und du hältst einen Krachmacher. Mode entspricht es bestimmt nicht. Aber ich bin jemand, der gute handwerkliche Arbeit zu schätzen weiß. Du hast einen Krachmacher erhalten, rüst ihn aus und schieß ihn auf die Fenster rechts, um die Spleiße von dir abzulenken. Ich hab doch meinen Soll erfüllt. Naja, okay, ich war ein klein bisschen drunter. Aber man kann doch what mal the heck? Wo ist meine Pistole jetzt geblieben? Aber blöd. Nicht erledigt! Zwing mich nicht, ich hab das Zeug noch. Oh yeah. Das war wohl falsch. Oh, und gerade gestorben, ja. Seht ihr, Kinder? Seht. Was soll das hier werden? Hä? Hey. Jetzt Game Over, oder? Wie soll das laufen? Wieso ist meine Knifte dann auf einmal weg? Doch blöd. Ah, so geht's dann auch, ja. Okay. Das funktioniert so jetzt ziemlich schlecht, würde ich sagen. Ich hasse sowas, ne? Leichen, Munitionsmangel und so ein Käse. Kann man das nicht mal wegdrücken, ja? Mega. Ja, doch. Gut, aber wenigstens kann ich meine Pistole behalten. Geht hier anscheinend gar nicht anders, ne? Lass mich abhauen hier und dann ist gut. Dann lass mich in Ruhe. Früher konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick.
Und jetzt? Bist du wie alle anderen. Warum? Ja, mit O kann man hier irgendwie beigehen, ne? Armbrustbetäubung. Ich kann die auch nicht umstellen oder so, ne? Tja, das ist blöd. Naja. Weil ich hier gestorben bin? Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Nur mal so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist, hätte ich mir das mit unserer Abmachung nochmal überlegt. Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu, ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. Ich könnte zurückfahren, wohl, wenn ich lustig wäre. Die Furze, okay. Da erinnert sie sich wieder an irgendwas. Oh, es gibt auch Leute, die hier friedlich sind. Das ist natürlich nett. Er sitzt einfach da und spielt Gitarre. Ganz chillig. Ja, dann machen wir Jam Session hier. Wobei, ich hau lieber ab, sonst gibt es hier gleich wieder Copyright-Geschichten hier. Das ist er. Der Big Daddy. Der, der mich getötet hat. Mit dem kannst du es nicht aufnehmen. Comstock hatte ihn schon am Boden und er stand einfach wieder auf. Ich kann ihm nichts anhaben. Ich könnte ihm aus dem Weg gehen, aber er könnte hilfreich sein. Willkommen im Zirkus der Werte! Setzen wir doch die Moneten mal ein und holen uns Munition hier für den Revolver. Mal ein bisschen rumgucken hier, kann nicht schaden. Erledigt. Dieser Atlas ist in diesem Loch hier unten aufgetaucht und versucht, für Ordnung zu sorgen. Die Splicer glauben, der Mann kann über Wasser gehen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwie erinnert er mich an meinen früheren Arbeitgeber, Frank Fontaine. Der hat immer davon geredet, wie er dem alten Rapture abnehmen würde. Man sieht ja, wohin das geführt hat. Was willst du? Lass mich rein, ich arbeite für Atlas. Davon weiß ich nichts. Ohne ein Wort vom Boss kommt hier keiner rein. Okay. Ist auch nicht der Weg, ne? Speicherbar. Peterchen Frost-Qualität, plus wir befriere deinen Gegner mit diesem eisigen Verbündeten. Holy shit. Gibt's doch nicht. Und ja, doch. Ist irgendwie ähnlich, wie wenn wir diesen Booker gespielt haben. Wir können nicht sterben, ne?
nicht so richtig. Ist er noch hier? Na klar. Boah, Junge. Ja, lad ihn ab. Ja, doch. Was ist da los? Kein Skill mehr hier, oder wie jetzt? What makes the girl different? Oh, jetzt gibt's das mit Sprache, okay. Was? Okay. Strange. Ja, nochmal den Spaß hier. Kann nicht sein, dass ich da ja ewig sterbe nur, oder wie? Halt die Klappe. Ja, vielleicht vorher mal die Waffe richtig durchladen hier. Wann kann ich dich wiedersehen? Es gibt Gesprächsbedarf. Oh. Oh, shit. Kann einfach nicht wahr sein. Und man kann das auch nicht großartig anders machen, ne? Hallo? Spiel nicht abstürzen. Ist mir auch noch nicht passiert. Ja, nett. Ja. Oh shit. Es geht hier gar nichts mehr. Verdammt. Krass. Das ist ja auch nett. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Mal schauen, jetzt habe ich den MSI Afterburner wieder aus. Vielleicht mag das Spiel das auch nicht, aber ist der Rechner komplett weggestürzt. Ich kam hier nicht mehr raus aus diesem wegfreezen Game und ja, da half nur noch Reset-Taste am Rechner. Einfach mal Batsch machen. Irgendwie mochte das ganze Setup mit dem Spiel irgendwie nicht, dieses öftere Sterben. So, jetzt komm, schauen wir mal weiter hier. Ich probiere das jetzt doch nochmal. Habt ihr das gehört? Boah, ich frisst die Kugeln jetzt hier oder was? Und der Big Daddy da auch noch. Ah, man kann ihn. Bisschen auch nutzen, ja, mit dieser Kraft, aber oh, dann wird er doch sehr gefährlich werden, oder? So, der ist erstmal weg vom Fenster hier. Rum, ey. Tut mir bloß von der Pelle, ey. Ist ja so viel Kugeln. Und Blinde. Ja, das ist doch mal was. Wenn ich dich finde, ich zieh dich zur Rechenschaft. Ja, dann komm doch. Du zeigst mir die kalte Schulter. Für dich mache ich nicht den Abgang. Na los,
Wieso kann ich das nicht einsammeln? Oh, holy shit. Notiz untersuchen. Da hat wohl jemand einen Code entschlüsselt. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Su Chong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles Weitere, wenn wir mehr wissen. Worum geht es da? Jetzt komm schon raus! Genug! Dafür brauche ich 5 Lockpicks. Munitionsmäßig stehe ich jetzt nicht so doll da, ne? Was war das eben? Nichts Flüchtiges für eine Nacht. Ich hab gesehen, wo du hin bist! Ich war doch. Ihr Bad geputzt und sie hat's nicht mal bemerkt. Man könnte vom Boden essen, so sauber ist er. Noch eine chiffrierte Nachricht. Versuch, Su Chong das Ass im Ärmel abzunehmen, gescheitert. Ryans Sicherheitsdienst tötete 3 unserer Männer. Müssen andere Möglichkeit finden, an das Ass zu kommen. Oh. Keine Munition. Okay, hier haben wir 5 Lockpicks, das ist ja schon mal nett. Ja, schon. K.O.-Upgrade lässt Gegner auch ohnmächtig werden, sobald der Effekt aufhört zu wirken. Ja. Ach, was soll's. Ich muss mich auf meinen nächsten Termin vorbereiten. Keine Muni. Ach du Schande. Erst ein Gesetz gegen Bestechung? Und dann soll wohl ein Kerl mit mir aufs Klo kommen und mir vorschreiben, wie ich kacke? Was kommt als nächstes? Das krieg's nicht. Ja, zumindest ein bisschen was hier wieder. Okay. Wieder so eine Erinnerung wohl. Hätte ich halt theoretisch die Lockpicks für diesen Tape da, ne? Wo war der noch? Orientierung komplett kaputt. Das ist ja drüben drin, ne? So, shit. Mach die verdammte Tür zu. Weil mit Big Daddy will ich mich echt nicht anlegen. Du bist so schlau, dass du schon wieder blöd bist. Der kann mal ein bisschen aufräumen für mich, ja. Einen Knüller wie dich lasse ich mir nicht so einfach entgehen. Du hattest nie Respekt vor mir. Läuft. Na komm, dann mach mal auf das Ding. Gucken, was wir da drin haben. Wie Peterchen benötigt Peterchen Frost. Okay. Ah, es gibt hier Luft. Ah, ne. Ja, die brauchen wir wahrscheinlich auch, die Luftschächte, weil Big Daddy habe ich keine Lust, mich anzulegen, wenn es nicht sein muss.
Der reguläre Werk ist jetzt da nach oben, ne? Haben wir hier schon? Da brauchen wir zwei Lockpicks, die habe ich natürlich nicht. Bisschen Muni. Kann ja nicht schaden, ne? Na, läuft der hier oben jetzt gerade lang? Uah. Oh shit. Lauf, du Schnäpp. Munition für Revolver. Ja, immer her damit. Was gibt's hier? Ich glaube, von hier kamen wir, ne? Ja. Da waren wir schon mal drin und dann ging es nicht weiter. Und von hier kamen wir überhaupt irgendwie, ne? Ja, er spielt hier Gitarre. Oh, der ist weg. Ja gut. Dann gucken, dass wir den regulären Weg an Big Daddy vorbeikommen. Halleluja. Treppe hoch. Und für die Treppe hoch. Da ist er unterwegs, das heißt, ich kann hier noch mal in Ruhe ein bisschen was gucken. Naja, so halbwegs. Hier ging wohl auch irgendwann mal die Post ab, ne? Bauplan untersuchen. Was ist das? Okay. Anscheinend war in dem Raum hier die Zentralheizung. Also kann man davon ausgehen, dass die Rohrleitungen zu Suchong führen. Moment mal. Ah, auf einmal soll ich dahin, ja? Bewegen. Dieser Suchong war nicht gerade einer der trickreichsten. So viel zum Thema Tür öffnen. Ich bin anscheinend nicht die Erste, die hier rein will. Geht nix, ne? Wenigstens gibt es eine Spur. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Naja. Ja, dann klettern wir mal. Ach nö. Schade. Ja, so. Wir kriegen das gerade so kaputt, ne? Wenigstens hat es ein bisschen Munition hinterlassen. Weiter geht's. Entschärfe das Gerät von hinten mit einem Lockpick. Ja. Oh shit. Wie sollst du denn das machen? She's gone for good now. She knew her ticket to Rapture was a one-way proposition. You can warn people not to collapse a quantum superposition, but do they ever really listen? So ends the DeWitt Comstock line. Don't let your grief overwhelm you, sister. One could believe a mission is doomed to failure, and we're
wish sincerely that it wasn't. Hopes like quantum superpositions have a tendency to collapse. Oh nee. Alles nur bitte nicht hier wieder. Doch Mist ist das. Was soll man das wieder machen hier? Was hast du gesagt? Ich hasse sowas. Der speichert nicht anständig, ne? Warum guckt die dann so nach links? Guckt wieder nach rechts zur Tür und... Ich bin anscheinend nicht die Erste, die hier rein will. Really? Wenigstens gibt es eine Spur. Kannst du mal sehen. Ich hab dich gehört! Ja, schön, dass du mich gehört hast. Jemand muss ihn erwischt haben, als er bei Su Chong einbrechen wollte. Was ist das? Anscheinend war in dem Raum hier die Zentralheizung, also kann man davon ausgehen, dass die Rohrleitungen zu Su Chong führen. Moment mal. Mädel. Dass man hier aber auch keine Speicherpunkte setzen kann, wie man lustig ist, sondern nur an bestimmten Stellen, ne? Dieser Su Chong war nicht gerade einer der trickreichsten. Ja. So, eigentlich habe ich Munition für die Schrotflinte, aber die ist jetzt auch irgendwie wieder weg. Auch geil. Ja, was ist da jetzt alles weg und keine Ahnung. Nicht schön hier mit den Speicherpunkten. Moment mal, ich kann mich eigentlich an dem Licht vorbeischleichen, oder? Okay, ganz so easy ist das hier nicht. So, man kann die Dinger ja auch für sich nutzen, ne? Hätte ich auch gleich mal drauf kommen können. Das war mehr Glück als Verstand. Aber gut, wenigstens Munition für einen Revolver. Könnte ich ja mit dem anderen Ding auch so machen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Lass ich das lieber. Ich schätze, das ist unser Mann. Er scheint nicht hier zu sein. Entweder er ist tot oder er arbeitet für Ryan. Tja. Wer weiß das schon so genau? Aber hier kriegen wir wieder die Schrotflinte, das ist super. Und von Booker und von mir? Dieses Ding muss den Riss wieder geöffnet haben, durch den ich hierher gekommen bin. Aber wie hat er das geschafft? Ach, dann mach mal auf hier. Die Bude. Eine Lotes-Maschine. Damit muss er den Riss wieder geöffnet haben. Ich hab doch hier was leuchten sehen. Da ist doch ein Lockpick am Start. Mann, ist das dunkel hier. Nee. Und bevor ich wusste, wie mir geschah, hat Ryan mich aus meinem Restaurant geworfen und es an diesen Koreaner übergeben. Lockpicks. Dabei lief das Geschäft recht gut. Ich hätte nie jemandem von diesem Licht und den komischen Gebäuden erzählen sollen, die ich in den Wolken komplett dunkel. Und erst recht nicht von diesem Mädchen, das eines Tages aufgetaucht ist. In diesem altmodischen, blauen Kleid. Aber hier ist ein Lockpick.
Oh, muss ich ja diese Tür hier auch kriegen, was? Da war Munition für die Schrot. Na komm, dann machen wir diese Tür im total dunklen hier mal auf. Wir gucken dann mal. Oh. Das war gar nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Ich übernehme das Ding mal. Oh, ich habe keine Lockpicks mehr, ne? Warum hänge ich hier fest? Bitterchen Frost. Ja gut. Kommen wir hier erstmal nicht weiter. Da, der Riss führt immer noch nach Columbia. Plasmide, Kräfte. Er und Fink müssen kommuniziert und ihr Wissen geteilt haben. Wie die Lutez-Geschwister, bevor sie physisch zusammentrafen. Aber warum musste ich herkommen? Was hat das mit Sally zu tun? Erinnerst dich, oder? Und etwas, das noch nicht geschehen ist? Ich sag doch, ich kann nicht... Konzentrier dich jetzt. Nein, die Türen sind zu. Sie... Das Lutez-Partikel. Ich nutze das Lutez-Partikel. Wenn es eine Stadt schweben lässt... Kann es auch ein Gefängnis erneben. Ich kann keine Risse öffnen, aber mit der Maschine könnten wir nach Columbia kommen und einen Partikel finden. Aber sie ist beschädigt. Dann reparier sie. Klar, in meinem Turm gab es leider kein Reparaturhandbuch für Lutez-Maschinen. Reparier sie. Ja, ich werde... Elizabeth, reparier sie. Gut. Okay, vielleicht finde ich ja irgendwo Informationen dazu. Problem, der Big Daddy lässt sich nicht auf die kleinen Mistgören prägen. Aber Fink hat es geschafft, seinen widerlichen Vogel auf seine Testperson zu prägen. Wie konnte Fink, dieser dumme Mensch, Erfolg haben, wo ich gescheitert bin? Hätte ich eine Haarprobe von Finks Testperson, könnte ich nach genetischen Übereinstimmungen mit der Little Sin... Das sind Elemente. Natrium, Titan. Aber wieso stehen die auf einem Bauplan für... Es ist ein Code. Eine Visionärchiffre. Sagen wir, Wasserstoff ist A und Eisen. Element 26 ist Z. Braucht man doch immer einen Codeschlüssel, oder? Hier ist er. Unterschätze niemals die Fehlbarkeit von Egomanen. Das scheinen Teile zu sein, die Suchong brauchte, um die Maschine zu reparieren. Eine Kaltkathodenröhre, ein Kohlendioxidfilter und ein Kühlkörper. Eine Kathodenröhre ist in jedem Verkaufsautomaten. Und CO2-Filter gibt's bestimmt in einer der Tauchkugeln in dem Ausstellungsraum. Aber einen Kühlkörper, das ist... Wo treiben wir den in einem Kaufhaus auf? Immer schön kühl mit Väterchen Frost. Das wird gehen. Jetzt besorge ich erstmal die Teile. Und dann muss ich nur noch das komplexeste Stück Technik reparieren, das je erschaffen wurde. Elizabeth, du hast dir selbst bei dieser Reparatur zugesehen. Du schaffst das. Wenn du das sagst, sehen wir erstmal zu, wie wir hier rauskommen. Ja, dann. Atlas, hören Sie. Sie müssten mir einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich schätze, das bedeutet, das versprochene Wunder lässt noch auf sich warten. Ich arbeite dran. Ich brauche etwas Väterchen Frost. Versuch's mal da, wo die neuen Tauchkugeln verkauft werden. Soweit ich weiß, ist Väterchen Frost das Einzige, was verhindert, dass die Batterien nach 5 Minuten überhitzen und in Flammen aufgehen. Danke. Gern, ja, und aber das war der letzte Gefallen. Wann speichert der mal? Das war sehr nett. Das ist ein bisschen blöd. Oh, du Scheiße. Beschädigung meiner Geräte steht der Tod. Selbst für hübsche Damen wie Sie. Ich nehme an, Sie sind Suchong. Sparen Sie sich die Munition. Ihre Maschine funktioniert nicht. Sie funktioniert, wurde aber sabotiert. Von Vandalen wie ihr. Eigentlich will ich Ihre Maschine reparieren.
Das heißt, falls Sie nicht vorhaben, hier runterzukommen und es selbst zu machen. Es wäre nicht klug für mich, ins Labor zu kommen. Sie sagen, Sie können sie reparieren? Ich habe auch Ihren Code geknackt, oder? Geben Sie mir den für die Tür, dann sehen wir, was Ihre Erfindung kann. 1216. Ihr Geburtsdatum? Genug geredet. Reparieren Sie sie. Woher wusstest du das? Unterschätze niemals die Fehlbarkeit von Egomanen. 1216, nicht wahr? Profil speichern. Ja, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite Seebestattung Teil 2. Bis dahin. Macht's gut oder besser.